Der Sommer neigt sich dem Ende zu und die Sommermode ist somit vorbei. Das modische Herbstbild im heurigen Jahr ist von drei Stichworten geprägt. Lässigkeit, Wertigkeit und Gemütlichkeit. Um diese drei Stichworte irgendwie zu unterstützen, gibt es verschiedene Trends im Modebereich. Zum Beispiel ein Trend ist sicher Jeans. Kommt immer gut an, ist immer sehr lässig. Die Schnitte können sehr eng sein, können aber auch ein bisschen baggy sein, lockerer, loose fit sein. Ganz aktuell ist momentan auch der Boyfriend-Style. Von den Waschungen her können sie auch sehr vielfältig sein. Einerseits dunkle, clean Waschungen bis hin zu gebleachten Waschungen, ein bisschen Destroyed-Effekte, also sehr breit gefächert und unterstreichen wirklich die Lässigkeit. Im Bereich Gemütlichkeit könnte man sagen, ist der Trend Strick sehr angesagt. Sehr beliebt sind Strickjacken mit verschiedenen Strickmustern, aber auch kurze, knackige Jäckchen sind sehr beliebt. Also einfach der Wohlfühlcharakter wird dadurch sehr unterstrichen. Welche Farben dominieren denn die heurige Herbstmode? Bei den Farben schaut es so aus. Im Herbst sind die Farben sehr satt. Es ist eine große Farbpalette vorhanden, angefangen von wirklich verschiedenen Lilatönen, Violett-Nuancen bis hin zu Gelb-Orangetönen. Rot ist wieder ganz angesagt, bis hin zu Petrolfarben, Smaragdtöne. Wichtig ist es, dass sie wirklich sehr satt sind, die Farben. Und man kombiniert sie sehr gerne mit Grau. Verschiedene Grau-Varianten sind auch sehr trendy. Und auch ein rockiges Schwarz mag man sehr gerne. Kommt gut und lässig rüber. Was würden Sie als Fachfrau empfehlen? Wie kann man seiner Kleidung einen letzten schönen Schliff geben? Ich glaube, um ein Outfit zu komplettieren, sind Accessoires sehr wichtig. Dazu zählen im Herbst, Winter natürlich dicke Schals, Handschuhe, Gürtel auch, Taschen. Das ist einfach wirklich so der letzte Schliff für ein Outfit. Was momentan auch sehr trendy ist bei den Outfits, sind kleine Deko-Elemente. Dazu zählen Nieten, Fransen, Pailletten, das sind einfach momentan so die Kleinigkeiten, wo das Outfit noch komplettieren. Ubi.